Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die Sarte Rakensang. Selina ist gar nicht da. Wir haben jetzt zumindest mal Drano aus dem Gefängnis befreit. Aber da sei ich unschuldig. Und ja, gucken, was ihr Bruder dann zu sagen hat. Schau mal einer an. Wen haben wir denn da? Ich hoffe, dieser nichtsnutzige Drano schmort noch lange im Verlies der Stadtwache. Wenn ihr euch da mal nicht zu früh freut. Aber mal etwas anderes. Könnt ihr mir vielleicht sagen, wo Selina ist? Sie ist unterwegs und muss noch einige Sachen erledigen, bevor die Festlichkeiten beginnen. Ah, und noch etwas. Bitte richtet Selina aus, dass Drano wieder ein freier Mann ist. Was? Bei allen tausend? Aber sicher doch. Okay. Dann haben wir das auch abgeschlossen. Sehr schön. So, wie gesagt, Rattenplage geht im Moment noch nicht. Vorbereitung für die Drachenqueste. Das könnten wir vielleicht mal. Ah, ne, Diebesparcours, genau. Den wollte ich ja wieder weitermachen. Also nochmal wieder ab. Fuhrmannsheim, dann zum Platz der Diebe. Amazone voraus. Ich glaube, die zweite oder dritte Uhr dann da hinten. Ah, ich glaube, ihr seid ja auch nicht so vertrauenserweckend. Ach, so sieht man sich also wieder. Erst... das hatten wir schon. Okay, scheint aber nicht so gesprächig zu sein, der Kollege. Naja, wir wissen ja, wie wir in die Diebesgülde reinkommen. So, mit dem neuen Zeug, mit den neuen Dietrichen sollten wir auch dann hoffentlich die Truhe dann mal aufkriegen. Keine Ahnung, wir sind gleich wieder da. Ich glaube, das ist eigentlich nur noch eins, was gefehlt hat, genau. Legen wir mal los. Das dürfte jetzt ja relativ schnell gehen. Dann gleich das Prunkstück. Und was das? Dann, Moment, gibt noch einen Buff. Folgt mir. Fingerfertigkeit.
Plus dann die Dietrichen. Dann klappt das jetzt hoffentlich. Jawohl. So, dann haben wir alle. Das bin ich. Ist hier eine Abkürzung geöffnet? Oh, nett. Sehr praktisch. In Factions Namen tretet näher. Willkommen im Tempel des Fuchses. Nun, nur keine Scheu. Genau. Ja, ich habe etwas für euch. Fangt. Neue Embleme, sehr schön. So. Das waren dann alle Embleme. Gratulation, ihr seid wahrlich ein Meister eures Fachs. Und wie es der Zufall so will, habe ich da eine pikante Aufgabe, die just die Fähigkeiten eines Meisterdiebs fordert. Ja, also wie der Zufall immer so spielt. Worum geht es denn? Nun, diese verfluchten Schwarzaugen, es ist doch tatsächlich gelungen, eines der begehrtesten Beutestücke Ferdox zu rauben. Und das auch noch vor unseren Augen. Unser eigenes Ablenkungsmanöver hat ihnen sogar dabei in die Hände gespielt. Ich mag es kaum glauben. Ihr müsst wissen, wir haben den Diebstahl zur selben Zeit versucht. Die Angelegenheit ist jetzt natürlich eine Frage der Standesehre. Wir wollen das gute Stück von den Schwarzaugen zurückholen. Das ist doch eine Aufgabe für euch, meint ihr nicht? Ja und ob? Ihr könnt selbstredend auf mich zählen. Wann geht's los? Sehr gut. Solch eine Aufgabe kann einfach niemand unseres Schlages widerstehen. Euer Ziel ist das Hauptquartier der Bande hier in Fuhrmannsheim. Ihr müsst dort heimlich eindringen und nach Möglichkeit unentdeckt bleiben, sodass schließlich nicht auf einen offenen Kampf mit dieser Bande und unserer Gilde hinauslaufen. Und was soll ich aus dem Versteck rauben? Ihr werdet es womöglich erst glauben, wenn ihr ihn in den Händen haltet. Es ist der Schmiedehammer unseres hochverehrten Grafen, sein meistgeliebtes Werkzeug. Und um so etwas wetteifern diese Diebe, Ferdox? Ihr müsst das so sehen. Den Hammer des Grafen zu stehlen, ist fast so wie ihm den Bart abzuschneiden. Wenn das gelingt, der genießt großes Ansehen unter dem Diebesvolk. Und die Schwarzaugen haben ihn ganz gewiss nicht verdient. Das Ganze verdanken sie ohnehin nur unserem grandiosen Ablenkungsmanöver, welches Grof ins Wachen fortgelockt hatte. Wenn ihr es so betrachtet, habt ihr natürlich recht. Also gut, ich sollte also unnötig bleiben. Gibt es sonst noch was zu beachten? Eine Sache wäre da noch. Der Hammer wird sicherlich nicht so leicht zu finden sein. Womöglich müsst ihr einiges an Kisten und Truhen durchsuchen, bevor ihr ihn in die Finger bekommt. Deswegen achtet besonders darauf, dass ihr nicht erwischt werdet. Aus diesem Grund dürft ihr höchstens einen Mitstreiter mit euch nehmen. Ja, zwei Leute würden mit Sicherheit entdeckt werden. Na gut, das schicken wir eher am besten Dings rein, oder? Ihr werdet Jalik, einen meiner Männer, vor dem Lagerhaus der Schwarzaugen treffen. Ich markiere es auf eure Karte. Falls euch unauffällig, bis Jalik euch das Zeichen gibt. Fex mit euch. Das würde ich halt einfach klar das ganz allein reinschicken. Ist das nur hier in Schleichen? Habe ich dich da schon geskillt? Oh, noch nicht so wirklich. Machen wir das nochmal auf 10. Das ist Taschendiebstahl kann auch dazu. Folgt mir. So. Dann lass uns doch mal schauen. Gehen wir erstmal nach draußen. Schauen wir mal nach hier, Alec. Noch eine Münze. Ihr seht nicht so aus, als nagt ihr am Hungertuch. Ja, schon wieder. Jetzt seid ihr nicht so. Der Keller wird doch noch drin sein.
Gib doch noch eine Münze. So, der Herr Nafig ist wieder da. Ihr seht nicht so aus, als nagt ihr am Hungertuch. Jetzt seid doch nicht so. Ein Heller wird doch noch drin sein. Gib doch noch eine Münze. Ihr seht nicht so aus, als... Könnt ihr nicht noch eine Münze locker machen? Jetzt seid doch nicht so. Ein so. Heller wird doch noch drin sein. Lapp behalten. Gib doch noch eine Münze. Ihr seht nicht so aus, als nagt ihr am Hungertuch. Jetzt seid doch nicht so. Ein Heller wird doch noch drin sein. Und wer passt aufs Tor auf? Das Tor wird schon nicht weglaufen. Und jetzt zack! Genau, pack mal mit ab. Kommt ihr Schwächlinge nicht klar? Wollen doch mal sehen, wer hier ein Schwächling ist. Psst! Schwing keine Reden. Halt euch! Pack lieber mit an. Da seid ihr ja. Wählt ein Begleiter unter euren Freunden aus. Dort drin soll der höchste Zweit sein. Schickt die anderen so lange fort. Los, Jungs, die Kisten müssen heute noch weg. Also bewegt euch! Wie? Warum gibst eigentlich du immer die Befehle? Weil ich nun mal das Sagen habe. Und jetzt pack an. Seid ihr bereit? Ja. Ach so, ja, wir müssen... Okay. Ganz schön voll. Zum Donner, was ist? Nun gut, wie ihr wollt. Ferdok. Diese Kisten müssen alle weg, sagt der Boss. Also schaffen... Was gibt's denn? Na schön. Warum gibst eigentlich du immer die Befehle? So, jetzt. Ja, los geht's. Schloss ist offen, bringt mir den Hammer. Aber denkt dran, seid leise und unauffällig. Okay. Weg mit euch. Der Wagen ist aber... Bin ich? Ich hab's gehört. Die Diebes Gild hat dumm geguckt, nicht wahr? Pennt einer von den Schwarzaugen? Na, hier wäre noch was. Weggelockt haben wir uns Rufens Schatz gebaut. Der Boss wird euch sicher gut belohnen. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ja, habt ihr gut hingekriegt. Richtig stolz auf euch. Die Diebe Skild hat dumm geguckt, nicht wahr? So was. Wenn die Wachen... Wie kommen wir denn an denen vorbei? ...die gelockt haben, haben wir uns Grovens Schatz gebaust. Der Boss wird euch sicher gut belohnen. Hier ist noch eine Kiste. Eine Kaste. Vielleicht sind die auch, ja, leben die nach dem Kastenprinzip. Man weiß es ja nicht. Das war eine Aktion. Gut, dann warten wir jetzt diesmal. Die Diebe Skild hat dumm geguckt, nicht wahr? So was. Wenn die Wachen weggelockt haben, haben wir uns Grovens Schatz gebaust. Das hat schon gereicht. Auch nicht. Verkaufen. Ja. Das ist also der Hammer des Grafen. Na, da wird er ganz schön was springen lassen müssen, um den wieder zu kriegen. gut darauf aufpassen. Geht klar, der kommt hier in die Kiste. Da findet ihn keiner. Ich brauche frische Luft.
Okay, können wir das irgendwie verziehen? Du auch. Vergiss nicht, die Leiter wieder aufzustellen. Die Jungs sollen nochmal die neue Brücke überprüfen. Ich will nicht, dass das Ding runterkracht. Es macht. Ah, das ist nett. Ja. Dann. Gut, dann kommen wir hier oben zumindest einigermaßen ungesehen rüber, denke ich. Sehr schön, ist hier noch was zu klauen. Nicht so, wie es scheint. Aber da denke ich einfach mal drüber rennen, ne? Ich hoffe es mal. Ich speichere lieber auch vorher. Ach, sicher ist sicher. Okay, können wir tatsächlich nicht. Also müssen wir jetzt ganz außen rum. Okay. Oder wir können das vielleicht als Ablenkung nutzen. Ja genau, hier ist es, die Leiter. Ups. Ihr verdammten Taugenichtse. Ich hab doch gesagt, ihr sollt das ordentlich vernageln. Was zum Henker? Kann man nicht mal in Ruhe ratzen? Erzählt euch das an. Ach, nur reg dich nicht auf. Genau, halb so schlimm. Ihr werdet das wieder in Ordnung bringen. Du hast uns doch nichts zu sagen. Ihr könnt es ja mit dem Boss ausdiskutieren. Er will, dass der Übergang fertig wird. Ach, nur reg dich nicht auf. Genau, halb so schlimm. Ihr werdet das wieder in Ordnung bringen. So, ihr seid ja hast uns doch nichts zu sagen. Ihr könnt es ja mit dem Boss ausdiskutieren. Er will, dass der Übergang fertig wird. Ach, nur reg dich nicht auf. Genau, welche Kiste? Ah ja, da hast du es reingepackt. Ihr werdet das wieder in Ordnung bringen. Du hast uns doch nichts zu sagen. Ihr könnt es ja mit dem Boss ausdiskutieren. Er will, dass der Übergang fertig wird. Nur reg dich nicht auf. Genau, halb so schlimm. Ihr werdet das wieder in Ordnung bringen. Du hast uns doch nichts zu sagen. So, Keller und den Hammer. Ihr könnt es ja mit dem Boss ausdiskutieren. Und dann verziehen wir uns wieder. Er will, dass der Übergang fertig wird. Reg dich nicht auf. Genau, halb so schlimm. Ihr werdet das wieder in Ordnung bringen. Du hast uns doch nichts zu sagen. Ihr könnt es ja mit dem Boss ausdiskutieren. So, ihr könnt ja noch ein bisschen weiter streiten, das ist in Ordnung. Er will, dass der Übergang fertig wird. Ach, wir gehen einfach unauffällig wieder runter. Genau, halb cool, so schlimm. Das war angenehm erfolgreich. Ihr werdet das wieder in Ordnung bringen. Du hast uns doch nichts zu sagen. Ihr könnt es ja mit dem Boss ausdiskutieren. Ich meine, die wiederholen will, sich jetzt so ein bisschen, aber passt schon. Ach, nur reg dich nicht auf. Genau, halb so schlimm. Ihr werdet so, das wieder in Ordnung bringen. Du hast uns doch nichts zu sagen. Ihr könnt es ja mit dem Boss ausdiskutieren. Er will, dass der Übergang fertig wird. Und? Hattet ihr Erfolg? Allerdings, seht ihr, Graf Grovinshammer, da habt ihr ihn. Ausgezeichnet, ihr seid ein wahrer Meisterdieb. Mit dieser Glanztat habt ihr der Gilde einen großen Dienst erwiesen. Hier, diese Handschuhe sind ein Geschenk von Kuano. Probiert sie aus, wenn ihr das nächste Mal in fremde Taschen greift. Ich ziehe mich jetzt zurück, das rate ich euch auch. Auf bald. Warum gibst ein... Dankeschön. So,
die. Genau, du hast die ganzen Stiefel noch da. Sternenhände. Bringen was? Fingerfertigkeitsbonus, okay. Bitteschön. So, dann könnt ihr euch wieder normal bewegen. Und wir gehen mal zurück. Unsere Leute wieder einsammeln. So, einmal zum Preiausplatz und dann nochmal zum Haus. Städter, Städter. Ja, und ich glaube, dann können wir langsam mal in den... So viel haben wir sonst nicht mehr. Okay, also gucken wir erstmal, ob wir Tierkunde steigern können. Wenn das nicht funktionieren sollte, gucken wir halt mal, was mit der Drachenqueste so wird. So, ich glaube, zum Ausgehen muss ich, glaube, hier habe ich das Zeug reingepackt, ne? Ja. Mach ich. Oh, fein. Ich will merken, wo ich was ablege. Wozu habe ich meine Axt geschärft? Wenn wir jetzt doch nur hier herumhocken. Zum Donnerbassist! Komm mit. Meine arme Axt. Über sowas macht man keine Witze. Was geht? So, lass auch mitkommen. Alle mal hergehört. Oh, die Menge. Jawohl. So, ich hoffe, dass wir mit 13 ein bisschen besser hier vorankommen. Wir können die Säbel noch hochpacken und den Bogen noch ein wenig. Sehr gut. Ja, ich glaube, es wird Zeit, euch mal ein bisschen Punkte zu gönnen oder auch nicht. Obwohl, du kannst Selbstbeherrschung hochstellen. Dankeschön. Ja, ein bisschen was in die Stäbe. So viel dazu. Sollte fürs erste Mal passen. Magiekunde geht leider nicht. Okay. Noch ein bisschen Etikette. Dann schätze ich die Frage, wo ist denn. Achso, da draußen vielleicht ist dann Dranor. Oh, hier ist aber nur Blümchen. Katze? Ja, Salina geht es gut. Ein bisschen Sorgen mache ich mir schon, sie so alleine zu lassen. Von mir will sie ja nicht mehr beschützt werden. Na? Wie kann euch der gute Dranor aus der Patsche helfen?
Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Sicher. Euch bin ich doch gerne behilflich. Erzählt mir von euch, Salina. Als galanter Liebender hülle ich mich, was diese Angelegenheit belangt, in Schweigen. Nur so viel. Sie ist das wundervollste, liebreizendste und zärtlichste Wesen von ganz Aventurien. Ja, danke für die Ausführung. Hättet ihr Zeit für eine weitere Frage? Sicher. Euch bin ich doch gerne behilflich. Erzählt mir von euch. Ich bin Dranur von Belhanka, Edler von feinstem Geblüt. Dranur, die richtige Geschichte wäre mir schon lieber. Verzeihung. Ich habe mich schon so an die Rolle gewöhnt. Ich bin eigentlich kein Horasier, auch wenn ich mir redlich Mühe gebe, wie einer aufzutreten. Ich bin Dranur aus Grambusch, einem kleinen Ort unweit von Gareth. Nun, das Leben dort gab mir nicht viel und ich hatte einfach andere Talente als Viehzucht und Ackerbau. Und bevor ich Ärger mit dem Büttel bekommen würde, bin ich nach Gareth aufgebrochen, um dem Diebeshandwerk nachzugehen. Fex meinte es gut mit mir und ich bin bis heute immer mit einem blauen Auge davongekommen. Ja, das wär's mal alles. Hab Dank, Ila Dranor. Warte mal. Was gibt's denn? Na, ach, schön. Warte mal. Na? Okay. Wie kann euch der... Also wir könnten jetzt auch... Ich meine, wir haben ja halt noch schon einen Dieb. Aber ja, auch hier kann man nur vier Leute mitnehmen. Zumindest nachher dann ein bisschen besser ausgeklügelt. Also, wie sagt ihr die? Ich meine, sie kann ja alles, was Dranor kann, plus noch Magie. So, also ich glaube, die Sachen zu kaufen. Er sagt, im oberen Schlosswerk habe ich eine verschlossene Tür mit einem merkwürdigen Schlossdrang gesehen. Was hat es damit auf sich? Das war das Arbeitszimmer des Herrn vom Iberstamm. Dort saß er oft spät die Nacht und studierte seine Aufzeichnungen. Auch erledigte er wohl einen Großteil seiner Arbeiten für die Vogtin dort, weshalb dieses Zimmer auch immer verschloss. Ich erinnere mich, dass er den Schlüssel stets bei sich am Leibe trug. Was ist mit dem Schlüssel passiert? Er wurde bei Ardo nicht gefunden. Der Schlüssel ist verschwunden. Interessant. So, Werkbänke. Ja. Lagermöglichkeiten. Na gut, das machen wir später. Wie gesagt, es fehlt an Kleingeld. So, versuchen wir das mit dem Bär nochmal. Haben wir jetzt ja genug Punkte oder genug Wert in Tierkunde, dass wir das hinkriegen. Auf jeden Fall mal das Beste. Ansonsten ja, wird das auch mal weniger. Danach müssen wir wirklich mal die Drachenquest machen. Mehr bleibt uns hier gerade nicht übrig. Na du?
Sei nicht so böse zu mir. Ich will dir auch nichts tun. Hm? Hier, siehst du meine Hände? Die tun dir nichts. Ah, ich glaube, es funktioniert. Brumm, ja fein, so ist recht. Was ist denn, lieber Zottel? Komm, wir gehen zurück zu deinem Herrn. Ihr habt es geschafft. Wunderbar. Ich danke euch vielmals. Wirklich. Ihr solltet so besser auf Zottel achten, nicht, dass es nochmal passiert. Gewiss, gewiss. Ich werde gut aufpassen. Nicht wahr, Zottel? Schön. Willkommen beim Krem. So, dann würde ich tatsächlich mal sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal nach, was es mit der Drachenquest dann auf sich hat. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.